Mein Name ist Klaus-Rainer Rupp. Ich bin unter anderem haushalts- und finanzpolitischer Sprecher der Fraktion der Linken in der bremischen Bürgerschaft. Und ich habe wie üblich einen 3,5-stündigen Grundsatzvortrag vorbereitet, wo ich euch entführen will in die Mysterien der Haushaltspolitik in Bremen. Ich habe eine Reihe von Dingen vorbereitet, die werde ich relativ zügig durchgehen, weil die Zeit ist ein bisschen knapp, aber ich habe eine Neigung, oder das finde ich auch gut, dass unsere Fraktion diese Neigung hat, nicht auf die eigene Propaganda reinzufallen. Also nur weil wir Kapitalismus doof finden, muss nicht alles, was in Bremen passiert, automatisch doof sein. Und nur weil Rudi Hickel was sagt, muss es nicht automatisch richtig sein. Und muss nicht automatisch falsch sein, auch nicht. So. Also ich habe einfach mal versucht, nochmal zwei Dinge zu klären. Erstens, was ist in den letzten 10 Jahren passiert? In welcher Lage sind wir jetzt? Und welche Form von Ausweg oder welche Form von Perspektive gibt es eigentlich? Und ich formuliere gerne gesellschaftliche Perspektiven zunächst losgelöst von formalen, juristischen oder sonstigen Rahmenbedingungen, weil sonst weiß ich gar nicht, wie ich formale und juristische und gesetzliche Rahmenbedingungen ändern will, wenn ich von vornherein das vorwegnehme. Deswegen ein paar Sachen sind vielleicht erstmal noch ein bisschen Utopie, aber fangen wir einfach mal an. Wie ich momentan die Lage einschätze, sagt dieses Bild. Meiner Meinung nach hat sich Bremen finanzpolitisch, haushaltspolitisch, sozialpolitisch, infrastrukturpolitisch vollständig in die Ecke gemalt. Da haben wir viel gemacht und stellen fest, ups, ja, wie kommen wir jetzt da wieder raus, ohne dass wir das, was wir schön gemalt haben, kaputt machen, wobei das auch nicht schlimm wäre. So, das fängt an mit dem Ausgangsproblem. 2010 hatten wir einen Haushalt, der ist sozusagen da zu sehen. Und eigentlich das Wichtigste ist hier das hier, was ich so rot eingekringelt habe. In Wirklichkeit waren es ungefähr 1,25 Millionen Euro Haushaltsdefizit. Und die mussten regelmäßig über Kredite gedeckt werden. Das heißt, wir hatten nicht genug Einnahmen, um die Ausgaben zu decken. Und dafür gibt es auch eine Ursache. Und da muss ich das Kompliment von Rudi Hickel an die Finanzsenatorin weitergeben. Die sagt ganz genau, was die Ursache ist. Was mich immer wundert, ist, dass sie ihre eigenen Vorlagen nicht so auswertet, dass ich zu richtigen Schlüssen komme. Diese vergleichsweise verwirrende Grafik zeigt in der dunkelblauen Linie die Wirtschaftsentwicklung in Bremen von 1971 bis 2012. Und ein bisschen ging es so weiter. Die dunkelblaue Linie ist das Wirtschaftswachstum. Das heißt, es gab in Bremen über die Jahre immer ein mehr oder weniger kontinuierliches Wirtschaftswachstum. Okay, 2008 ging es ein bisschen in die Knie, aber das haben wir schnell wieder aufgeholt. Was interessant ist, ist die hellblaue Linie, das sind die Einnahmen, die Steuereinnahmen Bremen. Und wenn man das hier anguckt, gab es eine Zahl zwischen 1991 und ja, 2004, 2005 und dann nochmal einen Knick, wo die Steuereinnahmen komplett abgekoppelt waren von der Wirtschaftsentwicklung. Und das ist ein Indiz dafür, dass die Steuerpolitik seit 1991 unter Kohl und dann unter Schröder und Fischer dafür gesorgt hat, dass unter anderem Bremen, aber auch andere Kommunen einfach nicht auskömmlich finanziert sind. Wir haben keinen Anteil mehr an dem, was wir teilweise auch mitproduziert haben, nämlich an Wirtschaftswachstum. Und das, weil das so ist, ja, hat man gesagt, okay, wir vereinbaren mit dem Bund eine Sanierungsvereinbarung. Wir haben 1,2 Milliarden Euro Defizit. Wir vereinbaren mit dem Bund auf Biegen und Brechen jedes Jahr 125 Millionen Euro weniger Defizit. Ja? Und dann sind wir sozusagen 2020, kommen wir ohne Neuverschuldung aus. Und zur Belohnung kriegen wir jedes Jahr 300 Millionen Zinsbeihilfe. So weit, so gut. Im Kern heißt das aber, wir haben uns in die Ecke gemalt, Teil 1. Ja? Die Einnahmen sind zu gering, um die Ausgaben zu decken. Ausgaben müssen kreditfinanziert werden. Und als logische Konsequenz verbietet man die Aufnahme von Krediten. Ist klar, oder? Der Sanierungspfad hat gesagt, das sieht man hier ganz schön, am Anfang waren es 1,2 Milliarden, 2020 sind null. Das war der Plan. Dann hat man gesagt, okay, das ist der Plan, schön und hin und her. Jetzt guckt man, was wir tatsächlich an Krediten aufgenommen haben. Bis 2015 und 2016 ist da auch noch ein bisschen Platz. Das war deutlich weniger. Das heißt, wir hatten immer eigentlich noch Kreditvolumen übrig. In 5 Jahren 1,1 Milliarden Euro. Und angesichts historisch niedriger Zinsen von 0 zwischen 0 und 1,5%
hat man dieses nicht genommen, ja? Und da hat man sich in die Ecke gemalt, Zinsen tendieren gegen Null. Wir haben damals schon oder heute schon einen Sanierungsstau, da 500, 700 Millionen steht da. Das ist wahrscheinlich Faktor 2, muss man rechnen. Aber die Kredite, die man hätte aufnehmen können, hat man nicht aufgenommen. Das ist ein bisschen so, als wenn man sich nicht traut, einen Kredit aufzunehmen, die Dachschindeln aufzuwechseln und spätestens nach einem Jahr ist das Haus hin. Und genauso, das haben sie gemacht. Ich verstehe es nicht. Es ist vollständig absurd, ist ein Teil von dem in die Ecke gemalt. Es gibt dann noch so eine andere Geschichte. Der Sanierungsfahrt sagt, wir kriegen 300 Millionen, wenn wir es schaffen, dieses Defizit auszugleichen. Jetzt muss man, um das Defizit auszugleichen, Einnahmen gegen Ausgaben rechnen. Ist klar. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wenn es schlecht läuft, kann es ja sein, dass die Einnahmen in einem Jahr zusammenbrechen, weil Wirtschaftsprobleme, weil Ökonomie zusammenbricht. Okay, dann haben sie gesagt, schön, dann nehmen wir einfach die Einnahmeprognose vom Vorjahr. Kann man sich vorstellen, dass das sinnvoll ist. Jetzt trifft das aber auch dann zu, wenn die Einnahmen steigen. Und blöderweise sind jedes Jahr die Einnahmen um einen dreistelligen Millionenbetrag höher gewesen als im Mai-Vorjahr prognostiziert. Wir dürften sie aber nicht ausgeben. Hätten wir sie ausgegeben, hätten wir die Schuldenbremse gesessen, keine 300 Millionen. Ich finde das im hohen Maße in die Ecke gemalt. Absurd. Ja? Und wenn man das gemacht hätte, hätte man, wie gesagt, die 300 Millionen nicht gekriegt. So. In die Ecke gemalt, die nächsten Teile. Grundgesetz und Landesverfassung haben gesagt, hat Rudi auch schon sehr schön korrigiert, eine völlig absurde Regelung, die Ländern verbietet, Kredite aufzunehmen, um zu investieren. Wir haben, in Bremen gibt es unter anderem ganz sinnvolle Investitionen, auf die wir ganz stolz sind. Ich sage nur mal CT4, also Computer Terminal 4. Der hat irgendwie 480 Millionen gekostet. Das zahlen wir heute noch. Aber das war ja eine vernünftige, oder im Umweltschützer wären vielleicht was anderes, aber grundsätzlich war es eine Investition in Infrastruktur, die heute nützt. Das geht ab 2020 nicht mehr. Klammer auf, Sie sagen, da muss man jetzt privates Kapital aktivieren. Das heißt, wenn wir das vorhaben in Zukunft, weil wir keine Schulden mehr als Kommune aufnehmen dürfen oder als Land, müssen wir private Investoren holen, wir machen PPP und wir wissen aus vielen Untersuchungen, das sind auch Schulden und sie werden teurer. Letztendlich gibt es aber noch eine weitere Falle, weil die Bremer gesagt haben, einfach nur Landesebene keine Schulden aufnehmen, das reicht uns nicht. Wir wollen ganz gerne, dass unsere Kommune auch keine Schulden machen darf. Und wenn wir Eigenbetriebe haben und Landeseigene, dürfen die das auch nicht. Das heißt, die haben was sozusagen Handschellen und Fußfesseln angeht, haben sie nochmal drüber gelegt und haben sich auch noch so ein Tesaband hier so übers Maul geklebt. Ja? Ist in die Ecke gemalt. Teil 4. Schuldenbremse im Grundgesetz, das verschärfen wir nochmal richtig. Und wenn andere Bundesländer dürfen die Kommunen Schulden aufnehmen und die sind da nicht so eng. Die haben also noch vielleicht so einen kleinen Ausweg. Bremen nicht. Kommen wir zu einer Frage, wie ist das jetzt eigentlich gelaufen mit der Sanierung? Hat das geklappt? Ja, ne? Also wenn man den Finanzplan sieht, 2010 hatten wir hier ein Finanzierungssaldo von 1,06 plus Bremerhaven sind 1,25. Und hier ab 2020 rechnerisch werden die Zahlen blau, also eigentlich schwarz, aber nicht mehr rot. Ja, also das hat offensichtlich funktioniert. Wir haben eine Chance, diese Sanierungsvereinbarung einzuhalten und 2020 haben wir eine Schuldenbremse eingehalten, Sanierungsfahrt erfolgreich verteidigt. Toll! Das liegt daran, dass die Einnahmen steigen. Das liegt daran, dass die Zinsen historisch niedrig sind. Und wir reden gleich nochmal über die Folgen. Also wie ist es gelaufen? Das ist so schnell, da komme ich gar nicht hinterher. Okay, dann komme ich nochmal zurück. Ja, die drei Kurven. Das Gelbe sind die Ausgaben. Das Blaue hier, ne, sind die Einnahmen Bremens, Steuereinnahmen plus alles andere. Und das steigt. Und hier, da, 2020, überschneidet sich die blaue Kurve mit der gelben. Und das hier, die rote Kurve, ist sozusagen das Finanzierungsdefizit und das ist hier bei 2020 eben null. So. Das heißt, rechnerisch geht sich das alles wunderbar aus. Jetzt gucken wir mal, wie ist es gelaufen.
Ja? Ich habe mal den Haushalt von 2010 und die Haushalte 19, 20, 21 gegenübergestellt. Was man daran erkennt, sage ich gleich. Erstens sind natürlich die Ausgaben deutlich höher. Zweitens, da kommen wir gleich zu, gibt es ein paar Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Da sage ich zunächst mal Personalausgaben. Na komm, da ist sozusagen, die Personalausgaben haben sich nicht reduziert. Sie sind gestiegen, nominell um 31%, wenn man Inflationsausgleich berücksichtigt, 13%. Das heißt also, wir schrappen sozusagen dicht an der Grenze von Reallohnverzicht im öffentlichen Dienst. Vor allen Dingen dann, wenn man die Kosten für aktives Personal berücksichtigt und nicht die Versorgungsleistung. Das allein ist sozusagen noch nicht das Problem. Das Problem ist, dass man diese Form von Begrenzung der Ausgaben nur hingekriegt hat, weil man jedes Jahr Stellen abgebaut hat. Weil es gab ja immer auch ein Stück weit Tarifsteigerungen. Das folgt, ja, dass wir die Personalkosten über die Jahre durch diese PEP-Quote, also jedes Jahr 1,5% Stellen weniger, abgebaut haben. Wir haben jetzt Personalmangel an allen Ecken und Enden. Wo man hinguckt, ist einfach zu wenig Leute oder auch zu wenig Leute, die es können. Und Ausbildung ist unter dem zu erwartenden Bedarf. Ich habe so einen Nettobedarf gesehen, 240 Leute allein bei Finanzen und sie wissen gar nicht, wo sie die herkriegen, in der Perspektive der nächsten 4-5 Jahre. Das heißt, auch da wieder in die Ecke gemalt. So. Das zeigt man hier. Ja, also hier sind die Ausgaben für das aktive Personal, das sind die Ausgaben für Versorgungsbezüge und hier oben sind Tarifsteigerungen. Da ist jetzt beispielsweise eine Sache, die 400 Millionen durchaus anknabbern könnten. Wir haben, wenn wir moderate Tarifsteigerungen haben, circa eine und den Personalbestand nicht weiter senken, jährlich ungefähr 70 Millionen Euro Personalkostensteigerung. Und die knabbern an diesen 400 Millionen, weil die unterliegen keiner Erhöhung, sondern die bleiben immer 400 Millionen. Deswegen brauchen wir nach wie vor Steuereinnahmensteigerung. So, das ist aber noch nicht das Schlimmste. Was ich wirklich bedrückend finde, ja, und da reden wir über soziale Schulden. Über Schulden, die jetzt nicht in Form von Geld bei irgendeiner Bank sind, sondern Schulden, die diese rot-grüne Landesregierung in den letzten 10 Jahren der bremischen Bevölkerung aufgebürdet hat, in ganz verschiedener Art und Weise. Und ein Indikator, wie sich das entwickelt hat, sind die Sozialleistungen und Zinsen. Das hier sind die Zinszahlungen, die wir machen, jedes Jahr. Aufgrund der Zinsniveaus, historisch niedrig, sind die im Jahre 2019 sogar etwas niedriger als im Jahre 2010. Toll, finde ich auch in Ordnung. So viele Zinsen brauchen die Banken meines Erachtens nicht. Was gestiegen ist, sind die Sozialleistungsausgaben. Die waren hier 2010 irgendwas bei 650 und sind 2020 irgendwas bei 1,1 Milliarden. Und wenn das kein Indikator ist für den Zustand einer Gesellschaft und für den Zustand einer Stadt, dann weiß ich nicht, was Politikerinnen und Politiker glauben zu wissen, wenn sie über eine soziale Spaltung reden und wenn sie über Generationengerechtigkeit reden. Ja? Anwachsende Schulden in Geld haben wir begrenzt. Hat auch Rudi schon was gesagt. Sozialleistungsausgaben haben sich fast verdoppelt, also 1,7 oder sowas. Das reicht immerhin. Und das wird Generationengerechtigkeit genannt. Es ist das Gegenteil von Generationengerechtigkeit, weil wir stecken Schulden in die künftigen Generationen, die man nicht einfach durch Geld bezahlen lösen kann, sondern die man ganz mühsam lösen muss. Und die Schäden, die man damit anrichtet, sind in einer Größenordnung, die mag ich mir nicht vorstellen. Schulden in Geld kannst du ganz gut bezahlen, insbesondere wenn man mal gerechte Steuern erhebt. Jetzt ist ja die spannende Frage, habe ich eigentlich was? Einmal weiß. Ja, wird's besser. Was habe ich denn da gemacht? Habe ich wieder einen Fehler in meiner Präsentation? Na komm. Ich habe nochmal die Einnahmen und die Sozialleistungen und Zinsen. Der Titel ist natürlich Quatsch. Ich habe mal ausgerechnet, wenn man die Sozialleistungen als Zinsen denken würde, dann hätte Bremen 30 Milliarden mehr Schulden. Das sind ungefähr 1 Milliarde, 3% im Schnitt. Ja? Geht sich nicht aus. So.
Jetzt habe ich die Frage, wird es besser? Wir haben ja vorhin schon diese, diese Folie gehabt, wo wir sagen, ja, 2020 kriegen wir mehr Geld. So, was wir wissen ist, und das ist nur ein Anreißen, ja? Wir haben auf unsere Nachfrage, haben Sie tatsächlich eingestanden, dass 675 Millionen Euro nur Sanierungsbedarf, also Reparaturbedarf an bremischen öffentlichen Schulen ist. Wir wissen von 100 Millionen bei der Uni. Wir haben ja nachgefragt, wir schätzen ungefähr 150 Millionen bei Straßen. Und Kitas, andere öffentlichen Gebäude und vieles mehr sind in dieser Summe gar nicht drin. Das heißt, in den letzten 10 Jahren ist durch mangelnde Unterhalt, mangelnden Bauunterhalt und mangelnde Sanierung von öffentlichem Eigentum, also von Eigentum, was den Bremerinnen und Bremern gehört, ungefähr ein Schaden entstanden, der sich in der Größenordnung von 1,5 Milliarden Euro bewegt. Auch soziale Schulden finde ich nicht in Ordnung. Dieser Sanierungsstau wird ergänzt durch Kompetenzverlust und Fachkräftemangel. Christine hat es schon angedeutet, ja? Es ist momentan so, dass man gesagt kriegt, wir können gar nicht mehr Geld zur Verfügung stellen für Sanierung, weil wir haben gar keine Leute mehr, die sanieren, die das planen. Ja? Also, und dasselbe ist bei Lehrerinnen und Lehrern, bei Erzieherinnen, bei Pflegepersonal, bei Leuten, die EFRE-Mittel beantragen. Wo ich hingucke, also welchen Schein ich so auch selber in meiner Eigenschaft als Finanzer umgedreht habe, ja, sehe ich, dass da Leute, dass 8 Leute die Arbeit von 10 machen und dass diese Leute, die die Arbeit machen, durchaus etwas jünger sind als ich, dass dann eine Lücke kommt und dass die neuen Leute, die kommen, kaum eine Chance haben, von den Älteren zu lernen. Das heißt, wir haben dort ein massives, strukturelles, systemisches Problem, was die Kompetenz und die Fachwissen der öffentlichen Hand da ist, und das muss man dringend lösen. Also das ist sozusagen neben Sanierungsstau sozusagen eine andere Form von systemischen Mängeln. So, also in die Ecke gemalt, Teil 7. Ja, es wird zumindest ab 2021 mehr Geld geben. Es fehlt aber an Fachkräften. Jetzt sagen Sie, okay, wenn keine Fachkräfte da sind, machen wir es nicht. Das kriegen wir zu hören. Das Gegenteil ist doch der Fall. Wenn wir Geld genug haben, um sozusagen die Dinge zu sanieren, dann müssen wir auch die Leute holen, die das können. Da bleibt doch nichts aus. Dann müssen wir neben dem Geld, was wir für Sanierung einstellen, auch Geld zur Verfügung stellen und Schulung zur Verfügung, Qualifikation zur Verfügung stellen, um dieses Problem zu beheben. Also wird es besser? Jetzt kommt die richtige Überschrift. Ja, haushalterisch sind wir 2020 auf einem besseren Weg. Und wenn, vorausgesetzt, die Steuereinnahmen steigen weiter so wie bisher, und wenn man das mal guckt, ja, hier diese blaue Linie, ja, das ist schon enorm. Ja. Da sind teilweise Steigerungen von 5-7% pro Jahr. Ob das so weitergeht und ob nicht irgendwann mal wieder irgendeine Dotcom-Blase platzt oder irgendwas passiert, wissen wir nicht. Unabhängig davon, weil wir es nicht wissen, können wir sagen, okay, wir hoffen, dass es weiter Steuereinnahmen gibt in der Größenordnung. Dann haben wir in der Tat mehr Geld. Es wird besser ab 2020, meines Erachtens aber noch nicht gut. Wenn die Steuereinnahmen weiter steigen, dann wird es ein bisschen besser. Die jetzigen Haushalte sind in der Tat so, dass für bestimmte Bereiche mehr Geld eingestellt wird. Also für Bildung gibt es Verstärkungsmittel, für die Digitalisierung der Verwaltung gibt es Verstärkungsmittel, für öffentliche Sicherheit gibt es Verstärkungsmittel. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, verbessern Sie die Situation, also schaffen Sie praktisch, gibt es mehr Geld pro Schüler oder Schülerin, oder schaffen wir es nur so, dass die jetzt schon gestiegenen Bedarfe auf dem jetzt schlechten Niveau gehalten wird. Und was wir sozusagen abschätzen ist, dass das nicht der Fall ist. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist noch nicht gelöst, der besteht fort. Der Sanierungsstau im gesamten Infrastrukturbereich, haben Sie noch überhaupt keine Idee, wie Sie auch nur annähernd das Geld zusammenkriegen? Also nur für Schulen, wenn man mal rechnet, 675 Millionen Euro. Wenn du jedes Jahr 70 Millionen da reinsteckst, plus den laufenden Unterhalt, das macht dann ungefähr 120. Brauchst du 10 Jahre, um das wieder reinzubiegen. Muss man sich mal vorstellen. Ja? Und die nächste Frage ist, warten wir eigentlich bis 2020? Und warum in Marx' Namen?
Warten wir bis 2020. Also 2 bis 3 Jahre warten, 2 bis 3 Jahre irgendwie eine kaputte Schule nicht sanieren, das macht die Situation nicht besser. So, jetzt bin ich ungefähr bei Folie 325. Wir haben ja gesagt, Bremen hat sich in ganz vielen Fragen in die Ecke gemalt. Ja? Also unter anderem, was so diese Schuldenbremse angeht, in die Landesverfassung. Hat sie reingeschrieben, nie wieder Kredite aufnehmen, es sei denn, es gibt eine außergewöhnliche Notlage. Und ich bin der Meinung, wenn man alles zusammenrechnet, dann ist jetzt nicht gerade ein Taifun oder ein Hurricane über Bremen weggefegt und hat alles Mögliche kaputt gemacht, sondern eine rot-grüne Landesregierung ist seit 10 Jahren sozusagen hier in Bremen aktiv gewesen und hat bestimmte Dinge veranlasst. Und wir haben jetzt eine Situation, die meines Erachtens durchaus vergleichbar ist. Ja, wir haben eine marode Infrastruktur, wir haben nicht anständige Schulen, wir haben Wohnraummangel, ja, und wir haben jede Menge Leute, die abgehängt sind von dieser Gesellschaft. Ja? Also ich muss die Zahlen von Armutsgefährdung bei Kindern muss ich nicht wiederholen. Also jedes dritte Kind ist armutsgefährdet. Ja? Und wir haben jetzt gesagt, erstens, wir müssen jetzt anfangen, kreditfinanziert diesen Prozess zu verlangsamen und umzudrehen. Das heißt, wir müssen auch 2017 und 2018 schon mehr Kredite aufnehmen, als uns die Schuldenbremse und der Sanierungspfad erlaubt. Sonst wird es hinterher teurer. Und deswegen müssen wir sagen, um das schon vor dem Staatsgerichtshof, weil wenn wir sowas machen, kommt gleich die CDU und ist schlau und geht zum Staatsgerichtshof, dann läuft man Gefahr sozusagen, dass einem der Haushalt für verfassungswidrig erklärt wird. Dann ist es notwendig zu sagen, wir befinden uns in einer gesellschaftlichen und investiven Notlage, die sozusagen ein Brechen der Sanierungsvereinbarung rechtfertigt. Sonst geht es nicht. Und deswegen meine ich, dass als Grund dafür kann man auch noch sagen, es gibt in der Landesverfassung, ich empfehle das mal als Literatur, da steht so was Schlaues drin, wenn nicht genug Wohnraum in Bremen da ist, hat die Landesregierung dafür Sorgen, dass es Wohnraum gibt. Steht, ich habe den Titel vergessen. Da steht, wenn nicht genug Arbeit da ist, dann hat die Landesregierung dafür zu sorgen, dass es genug Arbeit gibt. Jetzt kann die das nicht von heute auf morgen. Aber ich sage mal, solange ich in diesem Parlament bin, haben wir mindestens 15.000 bis 18.000 Dauerarbeitslose. Ist ein Grund zu sagen, hey, welchen Teil der Verfassung erfüllen wir eigentlich? Diese blöde Schuldenbremse? Oder nehmen wir den Teil der Verfassung ernst, der für die Menschen gemacht worden ist in diesem Land, nämlich Recht auf Wohnen, Recht auf Arbeit. Und das finde ich durchsetzen und deswegen finde ich es gerechtfertigt zu sagen, wir sind in einer Notlage, die eine Kreditfinanzierung von dringend notwendigen Aufgaben über die Schuldenbremse hinaus möglich macht. Und wir haben auch mal überlegt, also es gab ja mal den Ansatz zu sagen, Kosten, die mit Flucht verbunden sind, wollen wir aus sozusagen der Sanierungsvereinbarung rausrechnen. Hat die Landesregierung mal überlegt. Dann haben sie aber irgendwann so gezuckt. Sanierungsrat, Stabilitätsrat, haben sie doch nicht gemacht. Das finde ich auch nur begrenzt richtig. Weil neben den Menschen, die aus Fluchtgründen hierher kommen, gibt es in Bremen eine Menge Menschen in Bremen, die dringend eine Hilfe brauchen, um sozusagen wieder in Teil zu haben an dem normalen gesellschaftlichen Leben. Das sind die Leute, die dauerarbeitslos sind, das sind viele Alleinerziehende, das sind die ganzen Kinder, die unter Armut leiden oder von Armut gefährdet sind. Und eigentlich haben wir ein großes gesellschaftliches Inklusionsprojekt vor uns, wo wir unabhängig von Herkunft, ob aus Syrien oder aus Kattenturm, ja, Menschen ein Recht darauf haben, von dieser Landesregierung mit dem Geld, was wir an Steuerlichen haben, eine Perspektive zu bekommen. Und das, finden wir, müssen wir durchsetzen, indem wir sagen, wir wollen eine neue Form von Inklusion von Menschen in prekären Lebenssituationen. Das muss Vorrang haben vor Haushaltssanierung. So. Was heißt denn das genau? Also erstens, es gibt noch einen interessanten Faktor, der neulich spülte. Man spült einem manchmal so eine Ausschusssitzung, so Dinge auf den Tisch, wo man sagt, hätte ich ja nicht gedacht. Da gibt es ein Institut, ein IAB, du weißt, wie das wir so bundesweit... Aber Berufsforschung in Nürnberg, ja. Institut der Bundesagentur. So, die Bundesagentur für Arbeit forscht und die haben da geforscht, gibt es eigentlich einen Fachkräftemangel? Tatsächlich. Und ja,
Sie haben für Bremen einen Fachkräftemangel von 35.000 Leuten prognostiziert. Entschuldigung. Auf der anderen Seite haben wir ungefähr 15.000 Menschen, die lange keine Arbeit gehabt haben oder sogar mehr. Wir haben Menschen, über 12.000 Menschen, die aus Fluchtgründen nach Bremen gekommen sind, die hier zugewandert sind. Das sind schon mal 27. Und wenn wir die qualifizieren, wenn wir in der Lage sind, diese Menschen, sowohl Menschen, die aus Fluchtgründen hierher zu kommen, als auch Menschen, die ohnehin mittlerweile unter prekären Lebenslagen leiden und die sozusagen länger hier wohnen, wenn wir die qualifizieren, dann schaffen wir unter Umständen den Fachkräftebedarf zu erzeugen, den sozusagen dieses Land in ganz vielen Bereichen dringend braucht. Und deswegen finde ich so einen inklusiven Ansatz, ja, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, dringend nötig. Also, statt Konkurrenz in der Armut brauchen wir eine Qualifizierungsoffensive für ganz viele Menschen. Das darf nicht bei Sprachkursen für geflüchtete Menschen aufhören oder bei Sprachkursen für Menschen, die in Kattenturm aufgewachsen sind, weil manchmal haben die ja auch schon angeblich Defizite. Und vor allen Dingen nicht erst ab 2020. Ja? Deswegen stellen wir nämlich wieder Forderungen, wie immer. Also meine Fraktion, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und, haben sich hingesetzt und haben zu diesem Haushalt schon 70 Änderungsanträge entwickelt. Das ist nicht komplett. Sinn dieser Änderungsanträge ist, eine Debatte aufzumachen an ganz vielen einzelnen Punkten. Ja? Zum Beispiel, wie schaffen wir es, die Bildungssituation tatsächlich zu verbessern und nicht nur wachsenden Bedarf noch irgendwie zu verteilen? Wie schaffen wir schneller kommunalen Wohnraum? Weil privaten Wohnraum, der wird momentan genug aus dem Boden gestampft. Wir brauchen kommunalen Wohnraum, sonst werden wir keinen bezahlbaren Wohnraum bekommen. Wir haben dafür die Chance. Wir wollen Fachkräftesicherung, Qualifizierung im öffentlichen Bereich und wir wollen zum Beispiel eine Ausbildungsinitiative, Ausbildungsabgabe, dass wir wieder Menschen in Ausbildung schicken. Und wir wollen auch sagen, es gibt ganz viele Bereiche in Bremen, da reißen sich Menschen denselbigen auf, um sowohl geflüchteten Menschen als auch Menschen, die in prekären Lebenssituationen leben, in irgendeiner Weise weiterzuhelfen. Das sind Jugendzentren, das sind Mütterzentren, das sind kulturelle Einrichtungen, das sind Sportvereine, das sind Gesundheitszentren. An ganz vielen Stellen machen ganz viele Menschen ganz praktische Arbeit, wie ich sie als Inklusion schon mal versucht habe zu skizzieren. Und wir haben relativ viele Anträge genau für diese Gruppen, für diese Menschen, um denen in der konkreten praktischen Alltag zu helfen, dass sie nicht irgendwie wegen 10.000 Euro, die ihnen fehlen, eine Dreiviertelstelle auf eine halbe Stelle kürzen müssen und dann nichts mehr machen können, sondern die brauchen unsere Unterstützung, die brauchen die Unterstützung der Landesregierung und der Finanzen. Und dafür lohnt es sich, Kredit aufzunehmen, weil die Kosten, die entstehen, wenn wir das nicht machen, die gesellschaftlichen Kosten, die sozialen Schulden, aber auch die wirtschaftlichen Kosten sind größer. Deswegen ist das sozusagen unsere Marschrichtung im Moment. Und ich finde es schön, dass so viele gekommen sind, dass ihr mir so lange zugehört habt. Ich brauche mal einen Schluck Wasser. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das zeigt man hier. Ja, also hier sind die Ausgaben für das aktive Personal, das sind die Ausgaben für Versorgungsbezüge und hier oben sind Tarifsteigerungen. Da ist jetzt beispielsweise eine Sache, die 400 Millionen durchaus anknabbern könnten. Wir haben, wenn wir moderate Tarifsteigerungen haben, circa eine und den Personalbestand nicht weiter senken, jährlich ungefähr 70 Millionen Euro Personalkostensteigerung. Und die knabbern an diesen 400 Millionen, weil die unterliegen keiner Erhöhung, sondern die bleiben immer 400 Millionen. Deswegen brauchen wir nach wie vor Steuereinnahmensteigerung. So, das ist aber noch nicht das Schlimmste. Was ich wirklich bedrückend finde,